Hallo liebe Freunde und herzlich willkommen zurück zu Part 3 hier der WWDC 2016 mit OS X und Craig Federighi hat schon wieder den ersten kleinen Joke rausgehauen. Es geht um den Naming Contest für die neue OS X Version. Wir sind angekommen bei der OS X Abteilung hier zur Keynote und ich hatte es schon zum Ende des zweiten Videos über tvOS angekündigt. Tatsächlich ist es so gekommen, wie ich es mir gewünscht habe. Nicht irgendwie mit Leerzeichen, großes M, kleines M. Nein, es heißt ab jetzt macOS und damit wahrscheinlich sogar macOS 11, was auch immer. Also, ab jetzt kein OS X mehr. Wir haben schon 10, 11, 10, 12, war ihm wohl zu blöd. Sierra. Das war ja wiederum schon relativ lange klar, dass es wohl OS X Sierra oder was auch immer oder jetzt eben macOS Sierra heißen wird. Und schade, ich sehe kein Siri-Logo, das heißt immer noch kein Siri für Mac. Ich hab's mir ja so sehr gewünscht, liebe Leute. Wir sind gespannt, was auf uns zukommt. Wahrscheinlich wird das Video jetzt ein bisschen länger als die ersten beiden Parts. Ihr findet sie oben über die Infokarte verlinkt. Das habe ich im zweiten Video gar nicht gesagt, aber das ist, glaube ich, auch so jedem klar, der sich mit Infokarten auskennt. Und ich habe mir einfach gedacht, so ist es bequemer. A, für mich gleich in der Nachbearbeitung, wenn ich irgendwo ein bisschen was schnibbeln muss. Oh, Auto-Unlock. Das war so ein bisschen in der Gerüchteküche ein Feature, das immer wieder die Runde gemacht hat über iPhone und Apple Watch. Ich bin mal gespannt. Bla bla bla, genau. Auto-Unlock, das wäre ein Traum. Da habe ich ja letztens noch ein Video gemacht zu einem Bluetooth-Device, das mir genau das quasi abnehmen sollte. Aber das ist auch unter Alvan Kickstarter und das ist auch unter Windows gibt. Hab's dann dem Christoph gegeben zum Testen. Der Erfolg war eher gering. Sagen wir mal so, ne? Jetzt habe ich aber nur eine Apple Watch gesehen. Geht es jetzt mit dem iPhone auch? Universal Clipboard. Kann ich jetzt auf Anhieb gerade noch nicht so viel mit anfangen, aber Auto-Unlock klingt auf jeden Fall schon traumhaft. Ich bin begeistert. Wie zuverlässig das Ganze und vor allem wie sicher es ist, hat er zwar gerade gesagt, aber werden wir noch auf die Probe stellen, würde ich mal behaupten. Mein Gott, wie schnell. Hallo, was ist denn hier los? Also, so viel tut sich ja irgendwie nicht, ne? Ja, es heißt jetzt macOS Sierra. Sehr gut. Punkt, aus, fertig. iCloud Drive, zugegebenermaßen ein Programm, das ich ehrlich gesagt nicht wirklich viel nutze. Ich bin schon allein durch viele Freunde, die noch Windows-User sind und natürlich auch die universale Nutzung unter Android und iOS eher Dropbox-User oder eben Google Drive, aber naja. Also Clipboard sah für mich auf die Schnelle aus wie eine Erweiterung der Notizen-App, ne, was so ein Clipboard halt so ist, Einfügen von okay. Ja. Also, iCloud Drive wird endlich Dropbox. Jetzt wird spannend. Optimized Storage. Ein Problem, das ich regelmäßig habe, um ehrlich zu sein. Ja, leider eine 2650 GB SSD in meinem Retina MacBook und oder MacBook Pro Retina, sollte man sagen. Ist jetzt kein niegelnagelneues, ist mittlerweile auch schon 4 Jahre alt fast. Also die allererste Generation. Yay, nice. Also, ein automatisches Cleaning-System. Mit Sicherheit brauche ich jetzt gar nicht wieder diskutieren. Ja, ich höre Christoph quasi schon in meinem rechten Ohr so. Nein! automatisches Clearing eures Systems oder automatisches Aufräumen ist natürlich nichts für jedermann, aber ich denke mal, da wird ein relativ smarter Algorithmus hinterstecken. Und wir haben es jetzt gerade gesehen, so automatisches Papierkorb leeren. Ja, wenn man das mal wieder vergisst, passiert mir eher selten, ist aber auch, finde ich, manchmal eine ziemlich nervige Angelegenheit.
dass man es einfach mittlerweile automatisch so im 5-Minuten-Takt macht. Ja, als ob es nichts Wichtigeres gäbe, als den Papierkorb zu leeren, sobald mal irgendwas reinkommt. Also bei mir sind fast nie mehr Sachen als zwei, drei Dokumente oder Bilder im Papierkorb. Das ist schon fast ein bisschen eine Sucht. Ja, genau. So wird Apple Pay auf dem Mac funktionieren. Ah, Craig ist einfach immer noch der Geilste, kann man nicht anders sagen. Übrigens nochmal, wer jetzt gerade erst einschaltet, sorry nochmal, kurze Anmeldung, an ja, Ankündigung sozusagen von mir. Ich habe mich entschieden, durch diesen Live-Kommentar macht es das für mich einfacher, mal ein paar Cuts zu machen, wenn ich möchte. Und ihr hört ihn leider gerade nicht. Das ist aber einfach so, weil, wie gesagt, in ein, zwei Tagen steht euch diese gesamte Keynote hier ungeschnitten und mit deutschem Untertitel auf der Homepage zur Verfügung. Und wahrscheinlich im Laufe des heutigen Tages, sprich also für uns Richtung morgen früh auch schon auf der Apple Homepage. Alles überhaupt kein Thema, wenn ihr sie nochmal in Ruhe gucken möchtet. Ich mache das Ganze ja hier eher für die, die eben dem Englischen nicht so mächtig sind und auch vielleicht eine kurze, knappe Zusammenfassung der Sachen haben wollen. Das heißt also, selbst wenn es ja deutschen Untertitel gäbe, haben sie halt keinen Bock, das ganze Video auf Englisch zu gucken und dann den Untertitel zu lesen. Man möchte ja lieber sehen, was auf dem Bildschirm abgeht. So, deswegen geht es jetzt weiter hier bei macOS Sierra mit Tabs. Was heißt das? Ich bin gespannt. Also ich meine, jeder kennt Tabs in Safari und das heißt, andere Apps kriegen Tabs. Haha, andere Apps kriegen Tabs. Was habe ich jetzt davon? Picture in Picture. Eigentlich doof, weil ganz ehrlich, erwarte ich eher gleich mal endlich in iOS. Ja, endlich, komm bitte. Endlich YouTube mit Picture in Picture, bitte. Okay, so ist es natürlich auch nice, ja, dass man das Browserfenster quasi dafür nicht mehr bereithalten muss. Die Funktion kennen wir ja schon vom iPhone, vom iPad. Aber leider Gottes funktioniert es ausgerechnet mit YouTube nicht. Also mit der YouTube-App und auch, glaube ich, nicht in Safari auf der YouTube-Seite, sondern nur mit irgendwelchen komischen Pornoseiten oder mit hier die Klassiker aus Amerika, Daily Motion, ja, Vimeo, solche Sachen. Ne. Yay, wir haben es doch noch geschafft. Ja. Party, Leute. Entschuldigung, ich klinge schon wieder total überenthusiastisch, aber es ist doch so, hä? Also, Siri auf dem Mac, na endlich. Ist ja nur 3 oder 4 Jahre überfällig. Sind wir mal ganz ehrlich. Da unten ist das neue Logo, das sie uns absichtlich vorenthalten haben. Da bin ich mir ganz sicher. Sehr cool. Wir können also Siri quasi die Spotlight-Suche oder die Finder-Suche übernehmen lassen. Sieht schon sehr, sehr cool aus. Können das Ganze nach Tags sortieren, wer die nutzt. Also da muss ich zum Beispiel sagen, lasst mich gerne mal in den Kommentaren wissen. Das ist ja auch schon eine etwas ältere Funktion, die ich persönlich sehr, sehr gerne nutze, bin ich ganz ehrlich. Wobei ich manchmal auch so das Gefühl habe, es ist nicht so, dass ich es irgendwie nötig hätte, um Ordnung zu halten, sondern ich tagge einfach alles, was neu ist. Aber irgendwie suche ich dann doch zu selten. Vielleicht, man kann ja auch mal selbstkritisch sein und sagen, ich habe einfach eine zu gute Grundordnung. Ich weiß, es klang schon wieder arrogant, aber so bin ich. Also. Siri in. Wo sind wir gerade? Keynote, so wie es aussieht. Ja, Siri für iMusic. Yeah. Noch besser, dass ich jetzt keinen Ton an habe, sonst wird es wahrscheinlich richtig Stress geben. Schöne Musik hier gerade im Hintergrund. Ah, sehen wir an. Siri beherrscht also jetzt auch die Websuche. Was ehrlich gesagt, soweit ich das sehe, eher neu ist. Das heißt, wahrscheinlich sehen wir das gleich im iOS und vierten und spannendsten Part dieser Miniserie nochmal. Also,
alles so ein paar Continuity-Features natürlich, die wir jetzt hier gesehen haben. Und ja, das Wichtigste war dabei. Machen wir uns gar nichts vor. Egal, was jetzt noch kommt, wir haben endlich nach wie vielen Jahren, seit wann, jetzt muss ich erstmal überlegen, seit dem iPhone 4S, also seit iOS 5, glaube ich, ne, gibt es Siri auf den iOS-Geräten. Ein Skandal. Beziehungsweise auf dem iPad hat es ja sowieso noch mal ein bisschen länger gedauert. Bis zum iPad Mini, glaube ich, genau. iPad Mini Schrägstrich iPad 3. Nicht wahr? Hübsch, hübsch, auf jeden Fall. Bin ich sehr zufrieden mit. Messages können wir damit schicken. Das sehe ich erst recht gerne. Find that movie. ja, ne? Also das sowieso eines der sinnvollsten, aber immer noch manchmal ein bisschen buggy, also fehlerbehafteten Features an Continuity unter OS X, wo ich damals mich sehr gefreut habe. Ah, Picture-in-Picture-Funktion natürlich wieder. Die Synchronisation von iMessages zwischen iOS und OS X. Ich liebe es, mein Handy quasi für nichts mehr in die Hand nehmen zu müssen, ne? Durch dieses Continuity-Feature, wo dann also unter iMessage auch meine SMS erscheinen, und ich führe auch sehr gerne am Mac Telefonate, wenn euer iPhone im WLAN ist, ne? Dann ist das ja mittlerweile alles problemlos möglich. Sehr cooles Feature. Wir kriegen Apple Pay allem Anschein nach hier. Aha. Kriegen Apple Pay im Webbrowser. Können das Ganze eben kurz nebenan am Handy, also wir natürlich immer noch nicht, aber die Amis, den Bezahlvorgang bestätigen. Wobei sagen wir lieber nicht, wir nicht, also nee, Apple Pay kriegen wir auch noch nicht, aber vielleicht kriegen wir tatsächlich noch, so wie die hier gerade durchrushen. Ne? Vielleicht kriegen wir ja noch ein neues MacBook zu sehen. Public Beta im Juli. Da habt ihr es. Wichtigste Information vorneweg. Bei tvOS und watchOS war das noch nicht der Fall. Für alle ab Herbst. Und das Public Beta Review von mir, dann auch höchstpersönlich hier on screen, gibt es für euch definitiv ab Juli, wenn das Ganze erscheint. Ich sag, bevor es zu iOS geht, schon wieder Dank fürs Zuschauen. Daumen nach oben und bleibt auf jeden Fall dran. Es bleibt spannend. Der vierte Teil der Serie steht uns bevor. iOS 10. So einfach ist es nämlich. Bis gleich.